Ja, Baby, noch ein Video zum Dead Space Remake. Lass uns den Content richtig ausschlachten für Klicks und Erfolg, ja! Ah, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, es gab erstes richtiges, so scheinbar auf fertig poliertes Gameplay vom Dead Space Remake. Also wirklich so fast 10 Minuten, die wir gezeigt bekommen haben. Und an sich habe ich mich ja auch darüber sehr gefreut, einen Einblick davon zu bekommen. Und das Remake ist es auf jeden Fall etwas, das mir mittlerweile so ein bisschen mehr ans Herz gewachsen ist, wo ich jetzt zwar immer noch der Ansicht bin, dass ich es wie eigentlich fast jedes Remake nicht brauche, aber die Intentionen zumindest von den Entwicklern selber die richtigen zu sein scheinen und bisher auch eigentlich von dem, was ich gesehen hatte, gute Entscheidungen getroffen wurde. Und jetzt habe ich das Gameplay gesehen und ich habe gar nichts gesehen, denn dieses ganze Spiel ist einfach so unfassbar fucking dunkel. Und zwar nicht auf einem Level, wo ich dann sagen würde, ja okay, das ist für die Atmosphäre, die ich dann mitnehme und klar, es ist ein Horrorspiel, das sollte irgendwie dunkel sein, sondern quasi auf dem Level, dass ich Scheiße nicht mehr sehen kann, dass ich wirklich die Gegner nicht mehr erkennen kann und das ist so auf zwei Seiten problematisch, so auf der einen Seite verfehlt es wirklich den kompletten Artstyle des Originals, weil ansonsten versucht das Spiel ja, bis jetzt auf die Tatsache, dass es irgendwie so einen gefühlten Pissfilter die ganze Zeit darüber gelegt hat, dieses Spiel ist unfassbar gelb teilweise, so das Original war relativ bläulich eigentlich, ne, in so sehr, sehr kalte Farben, entweder so blau oder braun oder so braun-rot eher ein bisschen eingetaucht und das Spiel scheint teilweise einfach nur diesen Pissefilter drüber zu legen, aber ansonsten versucht es ja zumindest relativ nah dran zu sein, wenn man jetzt eben so sieht, wie die Umgebung in der Ishimura aussieht, ne, dass eben auch verschiedene Effekte da drauf, wie zum Beispiel das Hologramm an den ganzen Türen und so, dass es relativ gleich aussehen soll, aber dann so zu verfehlen, wie das Spiel eben mit dem Lighting gearbeitet hat, so wo ich das Gefühl habe, okay, es muss jetzt einfach dunkel gemacht werden, weil gruselig und je weniger die Leute sehen, desto gruseliger ist das Ganze. Und es ist ja nicht mal wirklich realistisch in dem Fall. Also ich meine, come the fuck on, wie viele Lichtquellen teilweise auf dem Bildschirm zu sehen sind, so über jeder Tür sind irgendwelche LEDs angebracht, dass teilweise sogar, wenn irgendwo eine Lampe leuchtet, nur in so einem komplett abgesteckten Kegelbereich Licht erscheint. So, Leute, ihr seid innerhalb von einem Raum, so das Licht strahlt auch weiter. Das, geht mal in einen dunklen Raum rein, so ihr könnt in eine komplette Lagerhalle reingehen und irgendwo in der Mitte Licht anmachen, so es wird nicht einfach nur in diesem Kegel was zu sehen sein, sondern auch deutlich ein bisschen weiter. So das gleiche auch irgendwie auf dem Rücken von Isaac, die Lebensmittel Anzeige oder die Stasis-Anzeige, so wenn es wirklich realistisch wäre, dann sollte die auch automatisch mehr von ihm ausleuchten, als einfach wirklich nur die Lichtquelle selber. Und das ist teilweise sogar ein bisschen scheiße, weil in einem Moment im Trailer sieht man sogar, oder beziehungsweise sieht man nicht, wie viel Stasis gerade Isaac zur Verfügung hat, denn die Leiste ist ja farblich eingeteilt. Das, wenn sie voll ist, ist sie blau und dann geht sie eben nachher so gelb in den roten Bereich rein, je leerer die wird. Und in einem Sektor sieht man, wo auch eben das Ganze diesen schönen Pissefilter hat, dass man gerade gar nicht wissen kann, okay, habe ich jetzt irgendwie Stasis oder ist es leer, weil die Farbe zu sehr mit dem Anzug und dem Color Correction übereinstimmt, dass erst, wenn dann Isaac ins Dunkle reingeht und sein kompletter Körper wieder im Schatten ist, dann auf einmal, jetzt habe ich den Kontrast, jetzt kann ich das sehen, jetzt kriege ich die wirkliche Information. Also das sind so Sachen, da sollte das Gameplay eigentlich immer im Vordergrund, immer im Fokus stehen. Und das andere große Problem ist, was ich hier sehe, wenn ich ja, das restliche Spiel orientiert sich ja eben, ne, so das Level-Design und der ganze Aufbau, das Gegner-Design, so zwar was das Dismemberment angeht, soll das angepasst worden sein, das eben auch natürlich visuell, aber vielleicht auch teilweise von dem, was man gehört hat, so ein bisschen spielerisch, wie Gegner darauf reagieren, aber im Prinzip geht es immer noch darum, um die Kämpfe. Dead Space, ja, ist ein sehr atmosphärisches Spiel, aber es ist immer noch Resident Evil 4 war die große Inspiration davon und es ist
trotzdem, auch wenn es nicht so dieser krasse Action-Titel wie Teil 2 ist, es ist trotzdem immer noch Action-Horror. Es ist nicht nur dieses atmosphärische und langsam rumgehen und oh, mit der Taschenlampe, was könnte das gewesen sein, sondern die Kämpfe stehen weiterhin im Fokus und dafür ist es wichtig zu sehen, wo die Gegner sind und vor allem auch, wo ihre Gliedmaßen sind und wie sie sich bewegen. So, ich bin kurz nachdem der Trailer rauskam, habe ich das Ganze im Stream durchgegangen und an einer Stelle habe ich mich kaputt gelacht, weil du wirklich nichts sehen konntest. Du siehst einfach nur, wie Isaac blind auf den Gegner schießt und zwischendurch dann der Muzzle Flash von seiner Waffe den Gegner so ein ganz bisschen irgendwie erleuchtet, aber man auch nur den Torso sehen kann und nicht wirklich die Gliedmaßen von ihm. Und dass die Effekte von der Waffe fast sogar noch das bisschen, was man vom Gegner sehen kann, dann irgendwie auch darüber gehen und man das nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Also teilweise wirklich so lächerlich, dass dann auch diese kleinen nervigen Wichsviecher am Boden, die so drei Tentakel aus dem Rücken raus, diese Misthunde oder was das irgendwie sein sollen, die sich auch an Wänden und so festkrallen können, dass die Tentakel, die hinten aus dem Rücken rauskommen, da hat man auch in Szenen gesehen. Du siehst teilweise den Körper gar nicht oder beziehungsweise man sieht vielleicht unten so, dass der Gegner irgendwo da ist und dann hast du oben an diesen Tentakeln die drei Lichtpunkte vielleicht, aber die Tentakel selber sind nicht zu sehen. Der wichtige Punkt, den man sehen sollte, um zu bearbeiten. So, es wird an einer Stelle einen Angriff des Gegners gezeigt, wie dann genau diese Köter auf einen draufspringen und angreifen. Das ist wahrscheinlich eine hervorragend animierte Sequenz, weiß ich nicht. Man sieht einfach nichts davon. So, man kann es kaum wahrnehmen, aus irgendeinem Grund wird dann jetzt auch noch Blut auf den Bildschirm in dem Moment dann drauf gespritzt, dass ich dann irgendwie noch weniger sehen kann. Und das andere ist dann sogar noch die Animationen, die teilweise, die hoffentlich noch so ein bisschen poliert werden, denn im Anschluss an diese Sequenz, dass Isaac von den Viechern gegriffen wird, wenn man das QTE dann besteht, dann wirft er die auf den Boden und kickt sie weg. Und im Original, oh mein Gott, ich meine ja, also falls ihr Dead Space gespielt haben solltet, die Kicks und generell das Stampfen hat ein so wunderbares Trefferfeedback, ein so hervorragendes Gefühl. Du hast irgendwie, du denkst, die Ishimura würde jedes Mal in zwei brechen, wenn Isaac irgendwie seine gigantischen Stampfer auf den Boden loslässt. Und jetzt im Remake gucke ich mir diese Animation an und auch da habe ich mich wieder im Livestream kaputt gelacht, einfach weil da null Gewicht, null Trefferfeedback irgendwie rüberkommt. Und auch beim Laufen habe ich das Gefühl, als ob er die ganze Zeit irgendwie Stuhldrang hätte und aufs Klo müsste, weil er, ich glaube, es liegt daran, dass der Oberkörper sich nicht richtig mitbewegt, dass sich die Beine und die Hüfte bewegen, aber der Oberkörper, im Gegensatz zum Original, wo er dann eben auch nur man geht, und wenn man ja gerade so schneller nach vorne schreitet, die Schultern bewegen sich ja mit, auch die Schultern gehen ja nach links und rechts, was er im Original macht. Und im Remake bleibt der Oberkörper und die Schultern relativ steif und dann wirkt es eben so, als ob der Oberkörper und dann dementsprechend vielleicht auch irgendwie so noch der Sphincter angespannt wird. Und deswegen wirkt es einfach so, als ob er gleich die ganze Zeit sich in die Hose machen würde, wenn er dann so lang geht. Ich hoffe, das wird noch irgendwie noch bearbeitet. Ich hoffe beim Lighting, dass da, also leider, wenn ich so den Trailer ansehe und das Feedback darunter, dann spritzen Leute einfach nur ab und finden es halt mega. Ich sehe dann kaum Kritik. In meiner Bubble war auf jeden Fall sehr viel Kritik dafür da, wo es eben auch teilweise, ich habe dann auch ein paar Screenshots daraus gepostet, wo ich mir dachte, so Leute, das kann nicht sein. Das kann doch wirklich nicht sein. So, du hast dann auch eine Taschenlampe an und du siehst trotzdem nichts. Du siehst trotzdem nur diesen mini kleinen Kegel, als ob nichts anderes irgendwie beleuchtet werden würde. Wo ich mir auch da wieder denke, habt ihr das schon mal im echten Leben benutzt? So funktioniert das nicht in einem offenen Raum. So. Das Licht prallt auch von Wänden ab, Leute. Come the fuck on, bitte. Also wenn es mit dem Realismus oder so dann nachher argumentiert wird, dann ergibt das auch keinen, dann ergibt das auch wirklich gar keinen Sinn, sorry. Und es ist, ich hoffe wirklich, dass da noch was dran gearbeitet. Ich habe, vielleicht liegt es daran, dass irgendwie im, ne, genauso das häufige Problem, warum ja zum Beispiel Texte in Videospielen immer viel zu klein sind und man denkt, wie sind die nicht da drauf gekommen, ist einfach, dass die ganzen Entwickler im Büro mit ihren 30 Zoll Monitoren da sitzen, sofort da dran gepresst, die ganzen Texte sowieso auswendig kennen und so danach sind, dass es so, passt doch, ist doch voll kein Problem. Text ist genauso groß, wie es sein sollte. Und ich habe keine Ahnung, vielleicht haben die in den Büros nur OLED-Screens und auf denen sieht es dann irgendwie passend aus, so für die, den einen Screen, den sie im Büro alle benutzen, auf den ist es irgendwie kalibriert und sieht dann irgendwie in Ordnung aus. Und wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert es irgendwie
irgendwie nicht und sieht nicht so gut aus. Weil ich habe auch ehrlich keinen Bock. Ja klar, du kannst es dann irgendwie in einer gewisser Form selber kalibrieren. Aber das führt dann gerade bei so einem Spiel, wenn das so dunkel eingestellt ist, führt es einfach nachher dazu, dass das ganze Spiel generell einfach zu hell und grisselig irgendwie wirkt. Dass die ganzen Farben dann nicht mehr so stark sind, sondern dass das ganze Spiel einfach ausgewaschen dann wirkt. Und eben auch die Schwarzwerte an sich dann komplett ausgewaschen sind. Und das soll ja nicht der Fall sein. Deswegen ist es so, keine Ahnung, ich kann es teilweise nicht verstehen, wie man da drauf guckt und innerhalb von 3 Sekunden irgendwie feststellt, das stimmt was nicht, das sollte nicht so sein, what the fuck, ich kann nicht sehen. Für ein Spiel, was darauf ausgelegt ist, kann es ja gerne sein, aber das ist das Dead Space Remake, was ansonsten sehr 1:1 nach der originalen Erfahrung eben auch spielerisch aussieht. Und wie ich das eben schon meinte, passt dieser Ansatz nicht zu diesem Spiel. So, ich habe da wirklich keinen Bock, noch zusätzlich von irgendwelchen Necromorphs angegriffen zu werden, einfach weil ich sie nicht sehen konnte. So, es ist vollkommen okay, wenn ich übermannt werde oder jemand von hinten angerannt kommt und ich das vielleicht hätte hören können, aber selbst jetzt, dann kann ich es dann hören, ich drehe mich um und dann sehe ich einfach nichts und werde dann irgendwie attackiert. Also, da hoffe ich wirklich, dass noch bis zum Release vielleicht da ein bisschen was angepasst wird. So, ich hoffe, das ist ein Bereich, bei dem man noch irgendwie was tweaken kann oder so. Es gibt auch ein paar andere Sachen, die ich nicht ganz so schön finde. Ich habe das Gefühl, dass es zu überdetailliert ist teilweise, dass man sich mehr Sorgen darum gemacht hat, okay, hier müssen jetzt noch 3 Schläuche entlang gehen, hier müssen jetzt noch 3 Rohre, Isaacs-Anzug, da muss jetzt jede kleinste Faser und irgendwie noch irgendwelche Kratzer und Ritze und sonst noch irgendwie was zu sehen sein. Und das sorgt dafür, dass du dich mit dem Auge fast schon gar nicht mehr auf irgendwas fokussieren kannst. Ne? Ein Spiel, was ich finde, was das letztens oder dieses Jahr auch das Problem hatte, war Horizon Forbidden West, wo ich, gerade wenn ich das zu dem zeitgleich erschienenen Elden Ring oder so gesehen habe, dass ich teilweise gar nicht wirklich wusste, wo die, also dass meine Augen sich nicht wirklich fokussieren konnten auf irgendwas und einfach nichts als alles gleich wichtig erscheint und du nicht weißt, wo soll eigentlich der Fokus sein, wo soll ich eigentlich hingucken. Du kannst die Umgebung nicht mehr so richtig lesen, wie das eben vorher der Fall war. Und auch da, sie zeigen direkt Vergleiche zum alten Spiel. Du gehst in diesen komischen Turbinenraum oder so rein und da war es, okay, es ist halt etwas von der Farbpalette, ne, so ein hellblau-grau, was gezeigt wird, aber dann kann man darin eben auch die Kisten mit ihren grünen Leuchten sofort sehen, du kannst die roten Kanister sofort erkennen und du kannst auch alles andere, was essentiell, was wichtig ist, entweder durch so rote Hologramme, die zu sehen sind, oder eben auch die Gegner und alles, das lässt sich sofort erkennen. Und wenn ich dann den gleichen Screenshot im Remake sehe, dann ist es so, ich musste wirklich auf einen Screenshot 10, 20 Sekunden gucken, um überhaupt die Kiste zu erkennen, von der ich glaube, dass es die Kiste ist, die man kaputt machen kann, um daraus Items zu kommen. Ich hoffe es, das ist der Fall. Und ich weiß teilweise nur, wo ich hingucken muss, weil ich eben das Original gespielt habe. Und ja, also ich bin immer noch gespannt darauf. Ich freue mich definitiv mehr auf Callisto Protocol, ne, das Spiel von den oder zumindest von einem Teil der ursprünglichen Macher vom ersten Dead Space. Und was ja an sich so mehr so ein spiritueller Nachfolger dann ist. Es wird sehr interessant, beide Sachen zu vergleichen. Also beziehungsweise Callisto Protocol mit Dead Space, das Dead Space Remake mit Dead Space und dann eben auch das Dead Space Remake mit Callisto Protocol. Und das werde ich auch garantiert machen. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass ich die Titel auf dem Hauptkanal besprechen werde mit richtigen geskripteten Videos. Also falls ihr hier neu sein sollt, ne, hier sowieso abonnieren, warum ihr habt bis hierhin geguckt, das wird einen Grund haben, deswegen am besten das Abo dalassen, aber geht auch auf den Hauptkanal Speckobst, da wird es auch dann demnächst ein ausführliches Video zum originalen Dead Space geben in Vorbereitung und vielleicht auch noch zu anderen Spielen der Reihe mal sehen, aber ich werde auch definitiv Callisto Protocol und das Dead Space Remake besprechen, wenn es da rauskommt, und genauso bespreche ich das auch in meinem Horrorspiel-Podcast Ink Ribbon Radio, den ich sehr empfehlen kann. Da werden wir nämlich nächstes Jahr komplett die gesamte Dead Space-Reihe besprechen und eben auch im Vorfeld zum Ende des Jahres Callisto Protocol, wenn das dann eben rauskommt. Und ansonsten haben wir einen Haufen von Klassikern, aktuellen Spielen, Indie-Spielen, AAA-Spielen, Retro-Titeln, alles, was das Horror-Spiel, Horror-Genre bei Spielen zu bieten hat, besprochen. Also schaut da gerne vorbei. Und ansonsten, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst gerne eure Gedanken zum Remake da. Und falls ihr glaubt, boah, Björn, du hast überhaupt keine Ahnung, dann schreibt mir auch das gerne. Und bis dann. Bye, bye.